darf ich vorstellen, das ist meine neueste Kreation und zwar eine No-Bake-Windbeuteltorte. Es gibt ja bereits viele Windbeuteltorten, aber als gebackene Variante. Eine No-Bake-Variante habe ich bisher nirgends gesehen. Und die ist einfach perfekt jetzt für die Jahreszeit, auch ganz schnell zubereitet in unter 10 Minuten. Zuerst brauchen wir Windbeutel. Die Windbeutel in einen Tortenring hineingeben. Den Tortenring habe ich auf ca. 24 cm eingestellt und die Windbeutel habe ich dann eng aneinander als Boden zusammengelegt. Jetzt bereiten wir noch die Masse zu. Und zwar besteht die aus Mascarpone, Philadelphia, Zucker, Vanilleextrakt und Schlagsahne sowie Agatine. Die Schlagsahne mit der Agatine zusammen etwa 2 Minuten auf höchster Stufe aufkochen, dann zu den restlichen Zutaten geben, das Ganze schön miteinander glatt rühren und dann direkt auf die Windbeutel geben. Schön glatt streichen und dann kommt die Torte auch schon für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank oder sogar auch über Nacht. Und ja, dann den Tortendring vorsichtig entfernen. Und dann könnt ihr sie auch schon mit Früchten garnieren und auch dazu eine Früchtesoße servieren. Und die Soße besteht hierbei aus Erdbeeren oder Himbeeren und Zucker. Beide Zutaten dann fein pürieren. Und dann könnt ihr die Torte auch schon anschneiden und dann mit der Soße sowie Früchten zusammen garnieren. Und Leute, die schmeckt wirklich unglaublich gut. Die genauen Mengenangaben habe ich euch natürlich wie immer unten in der Infobox aufgeschrieben. Macht sie unbedingt nach, ihr werdet es einfach lieben.